So, kurzes Update. Heute ist Tag 10 der Kälte-Challenge und auch der letzte Tag. Ich habe blöderweise vergessen, genug Blutdruckmedikamente mitzunehmen. Und es fängt doch an, eine Rolle zu spielen, deswegen breche ich hier lieber ab. Ich bin ja auch schon 12 Tage eigentlich hier und die Sommerferien stehen vor der Tür. Und noch so einige Feiertage, Pfingstferien, also alles okay. Kleines Resümee zum Ganzen. Also das Ganze hat mir gut getan. Ich kann nicht behaupten, dass es irgendwelche Nachteile hatte. Mein Körper konnte gut damit umgehen. Und ich glaube einfach, dass ich jetzt auch noch weniger empfindlich auf Kälte reagiere als vorher. Habe ich vorher schon nicht, aber jetzt noch intensiver, so dass ich im Sommer dann, wenn ich wieder schwimmen gehen will in den Sommerferien, tatsächlich auch eine Stunde, anderthalb ohne Neoprenanzug schwimmen gehen kann. Ja, ansonsten gibt es nichts Negatives zu sagen, außer die letzten zwei Tage waren echt hart, die Motivation zu finden, ins Wasser zu gehen. Ich habe es dann immer noch geschafft, ein bisschen später als sonst, aber das war, glaube ich, so die größte Hürde. So, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und man hört sich bestimmt irgendwann wieder. Bis dann, ciao!